Auch heute gibt es wieder neue Allzeithoch bei den Indizes S&P 500 und dem Nasdaq. Und das, obwohl in den USA mehr Aktien fallen als steigen. Und das ist doch großartig. Aktien steigen immer, außer wenn sie fallen. Man könnte vielleicht sagen, Indizes steigen derzeit immer, außer wenn einige schwergewichtete Aktien fallen. Das ist aber derzeit nicht der Fall, sondern die Schwergewichte ziehen die Märkte nach oben. Es sind nicht die normalen Aktien, die Durchschnittsaktien. Wer also auf den falschen Aktien sitzt, mithin also die Aktien hat, die eher, naja, nicht die Lieblinge sind, der hat derzeit ein Problem. Der sieht, dass wir neue Allzeithochs machen, was die Indizes betrifft, aber sieht auch, mein Depot, das läuft irgendwie nicht so richtig mit. Das wollen wir uns mal anschauen. Alles eine Frage der Perspektive. Wir fangen mal an zunächst mit einer sehr günstigen Saisonalität. Normalerweise ist es so, dass die Aktienmärkte, die Indizes wohlgemerkt, nicht die einzelnen Aktien steigen. Ende Juni, Anfang Juli geht es nach oben. Ende Juni ist das Quartal ja zu Ende. Dann ist viel Euphorie im Markt, es kommt frisches Geld. Die Saisonalität ist günstig. Also das sieht doch in den nächsten Wochen erstmal gut aus. Gut, jetzt weiß ich, sind Sie so bullische Perspektiven von mir natürlich gewöhnt. Das ist nichts Spezielles, aber der guten Chronistenpflicht halber will ich doch einwerfen. Na, es kommt dann im Sommer doch eine etwas schwierigere Zeit. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der sich sehr, sehr klar bisher an saisonale Muster hält. Außer jetzt im Juni. Normalerweise zweite Juni-Hälfte schwächer, war diesmal überwiegend nicht der Fall. Kommt darauf an, auf welche Aktien man blickt, auf welche Indizes man blickt. Jedenfalls haben wir normalerweise eine schwierige Zeit, so bis Oktober. Wie gesagt, jetzt erstmal normalerweise bis Mitte Juli, teilweise in Nachwahljahren, in US-Nachwahljahren ist es auch bis Ende Juli, aber dann wird es ein bisschen schwieriger. Wird das auch diesmal so passieren? Wir werden sehen. Es gibt einige Punkte, die so ein bisschen problematisch sind zumindest. Einer der Probleme ist, naja, was passiert eigentlich mit den Konjunkturdaten? Am Freitag haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, da wird man sehr genau drauf schauen. Bank of America sagt hier, naja, da kriegen wir die Non-Farm Payrolls und wir erwarten sehr starke Zahlen auf der einen Seite. Wir erwarten aber auch, dass die Inflation deutlich hoch bleibt oder sogar weiter anzieht und much higher interest rates, also steigende Renditen für US-Staatsanleihen. Expect higher volatility and wider credit spreads. Also das wird ein bisschen weniger eindeutig jetzt, so sagt die Bank of America. Morgan Stanley wiederum sagt, na, da ist natürlich das Risiko, dass unsere bullische Sicht, natürlich ist alle Welt bullisch, wie soll es anders sein, dass die so ein bisschen konterkariert wird durch zu starke Konjunkturdaten und zu hohe Inflationsdaten, die Fed dann zwingen würde, diesen hawkischen Bias, den man zuletzt eingenommen hat, den man dann aber in Reden, vor allem von Jerome Powell, natürlich großartig wieder relativieren konnte, dass dieser hawkische Bias dann wieder zurückkehrt. Aber wir haben jetzt eben, um an die Märkte wieder zurückzukommen, die Situation, dass es die wenigen Schwergewichte sind, die ziehen. Wir haben hier mal den S&P 500 Equal Weight Index zum S&P 500. Equal Weight bedeutet einfach, jede Aktie, die in diesem 500 Aktien umfassenden Index ist, ist bei diesem Index, bei diesem Spezialindex, wenn man so will, gleichgewichtet. Und wir sehen, da sind wir an einen Widerstand gelaufen und jetzt geht es nach unten. Diese nach unten Bewegung wird heute nochmal verstärkt, eben durch die Stärke der marktschweren großen Tech-Aktien. Wir sehen den S&P 500 unverändert, den Nasdaq fast 1% im Plus, Dow Jones 0,5% im Minus, Dow Jones Transports fast 1,5% im Minus, Russell 2000, dieser Nebenwerteindex auch klar im Minus. Also es ist nur der Nasdaq, es sind nur die Tech-Aktien, die letztendlich das Ganze ziehen. Eigentlich keine sehr gesunde Entwicklung, möchte man meinen. Das erinnert so ein bisschen wieder an die Corona-Zeit, als ja die oder Corona-Hochzeit, als ja die Tech-Schwergewichte auch die Märkte gezogen haben. Eigentlich Deflationsassets, die derzeit steigen, während Inflationsassets derzeit nicht so profitieren, hat man den Eindruck. Wenn wir uns mal jetzt die letzten Jahre anschauen, Days of Corrections, also wie viele Tage handelte der S&P 500 innerhalb einer Korrektur, hat also mindestens 5% verloren und im Jahr 2021 null. Das war zuletzt im Jahr 2017 so. Oh Gott, 2017, was für ein schreckliches Jahr, was für eine schreckliche Langeweile. Immer so ein bisschen nach oben, so ein bisschen, aber ohne große Bewegung. Ich kann mich mit Grausen noch erinnern, sind wir auf dem Weg des Jahres 2017. In 2020 hatten wir da immerhin 66 Tage. Und wenn wir uns mal anschauen, jetzt der S&P 500,
mit einem Gewinn von mindestens 1% oder Verlust von mindestens 1% hatten wir 19 Tage mit mindestens plus 1% in diesem Jahr und 10 mit mindestens 1% der Minus. Das war in 2020 natürlich ein bisschen rockiger. Da hatten wir 84 Tage mit mindestens 1% plus und immerhin 55 mit 1% der Minus. 2017 hatten wir jeweils 4 Tage. Also das war wirklich ein schreckliches Jahr, aber da kommt wahrscheinlich schon etwas mehr Action diesem Jahr auf, eben wegen dieser Thematik Inflation, wegen der Thematik Fed, wie wird sie reagieren, wie werden die anderen Notenbanken reagieren und vielleicht auch wegen Corona, dazu gleich später mehr. Jetzt haben wir natürlich die unglaublichen Segnungen dieser Liquiditätshosse, die wir derzeit erleben, sowohl durch die Staaten als auch durch die Notenbanken gesehen hier. Ich hatte es heute Morgen schon gesagt, die Amerikaner sind jetzt um 13,5 Billionen reicher als vor der Corona-Krise. Macht ja durchaus Sinn. Mehr als 70% dieses Zugewinns gehen an die Top 20 und ungefähr ein Drittel gehen an die Top 1%. Also das hat die Vermögenden nicht unvermögender gemacht, die weniger Vermögenden allerdings auch nicht viel vermögender. Aber gut, das ist auch mal ein Kollateralschaden. Und hier sehen wir, dass immer noch 20% des Einkommens der Amerikaner direkt von staatlichen Leistungen abhängt. Und das ist zwar deutlich zurückgegangen, wir waren in der Spitze bei 33%, aber es ist immer noch ziemlich hoch, finde ich, für eine boomende Wirtschaft, für Aktienmärkte auf Allzeithochs, dass da, naja, ein Fünftel immer noch durch Sozialleistungen kommt, ist schon bedenklich. Und interessant auch, es ist die beste Zeit jemals für Firmen, die Geld verlieren, also für unprofitable Firmen, die bringen nämlich derzeit Unternehmensanleihen an den Markt, nehmen also Schulden auf. Die Investoren sind aufgrund der finanziellen Repression fast schon gezwungen, solche Papiere zu kaufen, weil da noch ein bisschen Rendite drin ist. Also das ist schon eine absurde Situation, perfektes Umfeld für Firmen, die Geld verbrennen. Auch das ist so ein bisschen natürlich Anzeichen. Durch diese Manipulationen haben wir Fehlallokationen von Kapital, denn was ist, wenn hier einige dieser Firmen oder ein Prozentanteil dieser Firmen pleite geht, dann ist das Geld weg, aber man lebt ja nur einmal. Hier jetzt übrigens auch nochmal ein Muster, das wir in den letzten Tagen auch immer wieder sehen, was ein ganz großes Muster ist, im Grunde seit den 90er Jahren. Der wirkliche Move findet meistens vorbörslich statt. Heute auch wieder die Futures schön nach oben gezogen im europäischen Handel und dann passiert meistens nicht mehr so wahnsinnig viel. Hier sehen wir, dass seit 1993 in der Night Session, also praktisch über Nacht, der S&P auf Future-Basis 1000% zugelegt hat und im Kassahandel eigentlich sich gar nicht verändert hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, da sind die einen oder anderen fleißig dabei, offenkundig hier ein bisschen den Markt zu beeinflussen. Aber kommen wir angesichts dieser extrem bullischen Situation, meine Damen und Herren, jetzt mal zu ein paar Einwänden, zum Beispiel heute von Mohamed El Erian auf CNBC, der gesagt hat, ich sehe so viele Anzeichen in Sachen Inflation, die darauf hindeuten, dass die nicht transitory ist, dass die also nicht vorübergehend ist. Aha. Und er fürchtet, dass also die Fed hinter die Kurve fällt und dann sehr stark agieren muss. Und ein zweiter Punkt, den Mohamed El Erian auch angesprochen hat, ist die sogenannte Delta-Variante, die ja vor allem in UK derzeit wütet, in Portugal wütet. Und wir sehen hier UK zum Beispiel heute mit 22.868 Neuinfektionen. Und das, obwohl die Briten ja eine viel höhere Impfquote haben als wir. Das ist der höchste Stand seit Ende Januar. Und nun, glaube ich, wäre es ein bisschen naiv zu glauben, dass das nicht zu uns kommt, dass das also irgendwie an der Grenze stehen bleibt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wie gesagt, die Briten haben eine höhere Impfquote als wir. Wir haben jetzt haben jetzt 35% der Deutschen, die zwei Impfungen haben, knapp über 50%, die mindestens eine Impfung haben. Und okay, die Märkte kümmern sich noch nicht darum und Mohamed El Erian erklärt auch, warum. Denn da ist es sozusagen bisher kein Link erkennbar zu Hospitalisierungen und Toten. Also wir sehen noch nicht, dass sich das in wieder problematischen Fällen so niederschlägt, dass dann die Krankenhäuser sich wieder füllen, dass dann die Todeszahlen wieder steigen. Das ist noch nicht der Fall. Aber was noch nicht ist, kann eben kommen. Wie gesagt, unwahrscheinlich, dass das Ganze an der Grenze stehen bleibt, zumal wir eben, anders als Merkel jetzt gefordert hat, keinen Einreisestopp aus UK haben.
Also das könnte ein Thema werden. Ein anderes Thema ist, jetzt hat die EZB, zumindest in Gestalt von Herrn Weidmann, dem deutschen Notenbankchef, dem deutschen Bundesbankchef, gesagt, wir müssten mal diskutieren, wann wir aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen. Also Weidmann hat jetzt dieses We are talking about talking Mantra letztendlich aufgenommen von der Fed. Vorher war ja auch We are not thinking about thinking, jetzt We should talk about talk. Aber da gibt es noch andere wie Panetta zum Beispiel von der Banca d'Italia, also der Notenbankchef in Italien. Der sagt, nein, wir dürfen nicht zurückkehren zu dem Vorkrisenstatus quo mit unserer Geldpolitik. Es wäre eine Riesengefahr, wenn wir hier den Stecker zu früh ziehen. We must not fear, ihr müsst euch nicht fürchten, wir machen einfach so weiter. Monetäre Politik und Fiskalpolitik arbeiten hier eng zusammen. Ja, das kann man sagen und das ist natürlich ganz großartig. Also, das Schlimmste, was wahrscheinlich den Notenbanken und den Aktienmärkten passieren kann, wäre, wenn Corona wirklich vorbei wäre. Vielleicht ist das dann eine gute Nachricht mit dieser Delta-Variante, übergeordnet jetzt mal gedacht. Und dann haben wir, um nach Deutschland nochmal zu kommen, hier hat heute das Kartellamt genehmigt den Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen. Damit entsteht ein Immobiliengigant. Und wenn wir uns mal hier unten anschauen, wie sich diese beiden Konzerne entwickelt haben, dann deutlich besser als der DAX. Also das ist offenkundig ein Thema, das sehr, sehr gut gelaufen ist. Klar, Immobilien sind gut gelaufen. Firmen, die mit Immobilien zu tun haben, laufen gut. Da ist Deutsche Wohnen und Vonovia nicht oder sind nicht die einzigen. Und abschließend noch ziemlich widersprüchliche Dinge derzeit in Sachen Kryptowährungen. Coinbase zum Beispiel hat heute mehr oder weniger die Erlaubnis bekommen, von der BaFin hier tätig zu werden, in Deutschland tätig zu werden, zumindest für das Krypto-Verwahrgeschäft. Ich packe mal unten die Links hin unter das Video, da werden Sie nämlich sehen, dass das doch mit einer ziemlichen Einschränkung versehen ist. Also da ist, so eine Art Vorbehalt da, so eine Art, wir gucken uns mal den Prospekt an, aber was da drin steht, das schauen wir nicht so genau. Und die weltgrößte Kryptobörse, dagegen Binance, wurde in UK erstmal verboten. Auch da mit etwas merkwürdigen Argumenten. Also es ist schon eine etwas verrückte Welt. Die Aktienmärkte auf Allzeithochs, aber die meisten Aktien fallen. Wir haben wahrscheinlich irgendwann wieder die Delta-Variante, sitzen dann im Lockdown, was natürlich für die Aktienmärkte großartig wäre. Wenn man das irgendwie mal seinen Kindern oder seinen Enkeln erzählt, die jetzt erstmal wahrscheinlich im Herbst vielleicht wieder im Lockdown sind wegen der Delta-Variante, macht aber nichts, wenn die Aktienmärkte auf Allzeithoch sind. Wenn man das seinen Kindern und Enkeln vor allem erzählt, die sagen, habt ihr sie noch alle? Und sie haben wahrscheinlich sogar recht dabei. Ich wünsche jetzt einen nicht zu heißen Feierabend und sage Servus und Ciao.